das? Das ist Elysium. Ich habe es tatsächlich geschafft. Den Anzeigen zufolge ist es ein zukünftiges Elysium. Ach, welches Elysium ist doch vollkommen wurscht. Ich kenne ja hier eh keinen. Obwohl, da war diese Frau in meiner Vision. Wie weit in der Zukunft sind wir? Schwer zu sagen. Ein Jahr, zwei maximal. Sehr gut. Dann dürfte ihre Haut ja noch nicht in labbrigen Falten bis zum Boden herunterhängen. Ist das wirklich deine einzige Sorge? Aber nicht doch. Momentan sorge ich mich, ob ich noch einen guten Platz am Pool bekomme. Was? Wir können doch nicht einfach... Falsch. Du kannst nicht. Ich kann. Und ich werde. Viel Spaß beim Knöpfchen drehen, du Blindfisch. Er will den Spielverderber spielen, aber ich habe nicht die Absicht, ihn gewinnen zu lassen. Luftballons zu gewinnen? Endgeil! Nur wieder dieser Albtraum. Elysium kann nicht abgestürzt sein. Wann soll denn das bitte passiert sein? Hallo? Bing, 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 bing. Ich will mit dem Verantwortlichen hier reden. Das wäre dann wohl ich, wenn Sie die Freundlichkeit besäßen, mich aus diesem Schutthaufen zu befreien, kann ich Ihnen gerne alle Ihre Fragen beantworten. Ich stelle hier die Bedingungen klar. Wie Sie meinen. Die erinnert mich irgendwie an meine Vision. Schnee, Fuloks, ein abgestürztes Elysium. Ach nee, das kann alles gar nicht passiert sein. Und wenn doch, werde ich zu verhindern wissen, dass es wieder passiert. Und sonst so? Ach, Sie wissen ja, wie das ist. Stress auf der Arbeit, Stress in der Familie. Holen Sie mich endlich hier raus! Schon gut, schon gut. Man wird doch mal ein bisschen menschlich sein dürfen. Entschuldigung, das sind die Nerven. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass Ihre Enden lose aus dem Arm baumeln. Bäh. So einen wollte ich immer für mein altes Zimmer haben. Zu dumm, dass genau an dieser Stelle die Gasleitung verlief. Aber das neue Zimmer hat auch was. Wie jetzt? Kein Strom? Und sowas nennt sich Elysium? Aha. Diese Tür ist einen Spalt breit offen. Wollen wir doch mal gucken, ob... Nee, kombiniere. Ich bräuchte eine Art Hebel. Na toll, außer Besen nichts gewesen. Eine Abstellkammer. Ein Höhepunkt purzelt über den nächsten. Was zum... Kommen Sie näher, kommen Sie näher! Hier gibt es lustige Luftballons zu gewinnen! Ballons? Also mit so einem Kinderkram. Also, Moment mal. Sind das etwa Heliumballons? Aber natürlich!
Natürlich! Wie die, die man benutzt, um schwere Trümmerteile abzutransportieren? Das wäre mir neu! Kein Wort mehr. In diesem kongenialen Denkapparat formt sich gerade der Plan zu einem neuen, brillanten Manöver, über das noch Generationen sich miteinander unterhalten werden. Vorausgesetzt, sie kriegen vor Staunen den Mund zu! Die Elysianer verstehen was von Lifestyle. Ich hätte da ein paar Fragen. Toll! Ich kann es kaum erwarten, sie zufriedenstellend zu beantworten. Was ist hier passiert? Ich wurde von einem freundlichen Herrn mit verwegener Frisur angesprochen. Wie bekommst du nur diese tolle Tolle hin? Ich benutze ranziges Motoröl als Haarwachs, aber nicht weiter sagen. Bravo! Eine brillante Methode, um herauszufinden, wer die wahren Freunde sind. Elysium steht in Flammen. Es ist dir also aufgefallen? Ich hoffe, diese Unannehmlichkeit schmälert dein Vergnügen nicht allzu sehr. Ich komm klar. Oh, das ist eine Erleichterung. Ich kann kaum abwarten, diese schöne Nachricht den Bediensteten zu überbringen, die trotz ihrer Verletzungen die Lebenserhaltung für dich aufrechterhalten. Sag ihnen bitte auch, dass die Klimaanlage ein bisschen stark pustet. Wie funktioniert das Spiel noch gleich? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deinem Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Muss ich mir das alles wirklich merken? Nein, nein. Bring nur deine Paintball-Gun. Der Rest erklärt sich beim Spielen. Ich hab's mir überlegt. Ich nehm doch den Trostpreis. Ohne überhaupt gespielt zu haben? Dann gibt es aber nur die Hälfte der Ballons. Nur die Hälfte? Vergiss es. Danke für gar nichts. Es war mir eine Kur. Das reinste Sonnenbad. Ein... Tschüss, Ronny. Was zum... Die ist ja leer. Dieses Elysium entwickelt sich langsam zur Parade der Enttäuschungen. Das ist ja nur Sapsche. Ich bin untröstlich, mein Herr. Es liegt daran, dass es hier unten in der Küche brennt. Spar dir die Ausreden. Ausreden kann man nicht lutschen. Und gib dir mehr Mühe. Sehr wohl, mein Herr. Was soll's, bevor es umkommt. Immer noch Sapsche? Ich bin um Vergebung. Uns sind hier unten die Feuerlöscher ausgegangen. Das Trinkgeld ist hiermit gestorben. Immer noch Sapsche? Ich bin um Vergebung. Uns sind... Das Trink... Immer noch... Ich bin uns... Das Trink... Immer noch... Ich bin uns... Das Trink... Komm schon, Mac. Willst du wirklich hier bleiben? Was? Nein, im Gegenteil. Ich will hier so schnell wie möglich weg. Wir müssen zurück in unsere Zeit, bevor wir noch... Psst, sei mal ruhig. Hörst du das auch? Nein, ich höre nichts. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte irgendwelche dämlichen Einwände gehört, um diesen erhabenen Moment zu ruinieren. Nicht unbedingt seine Schokoladenseite. Du, McChronicle. Du Nasenhuhn hast uns in die falsche Zeit gebracht. Ich weiß, ich arbeite daran. Hier ist alles kaputt. Oh je, hoffentlich waren wir das nicht.
Wieso? Sagtest du nicht, du hättest in deiner Vision die Welt gerettet? Vielleicht wird das nie passieren. Zumindest nicht, solange du hier festsitzt. Nicht so schnell, ja? Noch sitzen wir nicht fest. Immer mit der Ruhe. Und das hier ist wirklich die Zukunft? Ich würde meinen Hut verwetten. Das kann ich dir auch nur raten. Aber ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Vielleicht war es auch mal anders. Jeder Eingriff erschafft eine neue Zeitlinie. Verstehe. Wie wenn man Torte schneidet. Quatsch! Nicht wie wenn man Torte schneidet. Also nicht. Aha. Du hast nicht zufällig eine Torte dabei, oder? Was treibst du da eigentlich? Ich versuche, uns von hier wegzubekommen. Ja, da wäre ich langsam auch mal fast dafür. Nach Hause. Wohin genau, können wir dann ja noch sehen. Ich suche einen Feuerlöscher. Hast du irgendwas in Brand gesteckt? Würdest du mich kennen, wüsstest du, dass das überhaupt nicht meinem Naturell entspricht. Ich glaube, ich habe vorhin einen gesehen. Schau doch bitte selber, ja? Ich bin hier mitten in einer Sache. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Fass bitte nichts an. Keine Sorge, meine Hände sind sowieso nicht gewaschen. Mach dich mal nicht so breit. Sorry. Puh. Ein Feuerlöscher. Vielleicht könnte der doch noch nützlich werden. Verdammt, ich komm nicht ran. Du, McChronicle? Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Egal, schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne?